Yo, Freunde, was geht ab? Heute werde ich euch das neueste Mitglied meiner Waffensammlung vorstellen. Ein 6mm Flobert Revolver. Testschießen werden wir natürlich auch. Doch bevor ich den hier gleich auspacke und euch ein bisschen was erzähle, ein kurzer Hinweis aus gegebenen Anlass, denn unter meinen letzten Waffenvideos, boah, was ich da für Kommentare gelesen habe, hat wohl den einen oder anderen ziemlich hart getriggert. Ist schon ziemlich amüsant, das alles zu lesen, aber auf der anderen Seite möchte ich auch, dass jeder dieses Video oder diese Waffenvideos genießen kann. Deswegen kurzer Hinweis, ich wohne in Tschechien. In Deutschland ist dieser Flobert Revolver WBK pflichtig, aber hier in Tschechien halt nicht. Diese Waffe kann man einfach ab 18 hier frei erwerben. Das Einzige, was man machen muss, ist, nachdem man das gekauft hat, dann bekommt man so ein Formular, das muss man bei der Polizei abgeben und das wird dann registriert. Aber ohne WBK, ohne Waffenschein. Man muss einfach nur 18 Jahre alt sein. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, jetzt fühlt ihr euch nicht getriggert und okay, genug gequatscht. Packen wir das Ding jetzt aus. Bezahlt habe ich für den Flobert Revolver knapp über 400 Euro. Diese Tasche war mit dabei, finde ich wirklich sehr schön. Ansonsten, das ist das gute Stück. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, hat einen ziemlich langen Lauf und ist schon ein ziemlich großer Revolver. Ich lege mal so zum Vergleich meinen historischen Kaliber 22 Revolver daneben, also der sieht ziemlich klein aus. Oder hier auch der Kaliber 38 Revolver, selbst der sieht im Vergleich zu dem Flobert Revolver noch ziemlich klein aus. Der Flobert Revolver ist von der Marke R&R, Modellname SAA6, also von der Marke habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Falls jemand von euch weiß, was die noch so machen, könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. 6mm Flobert, was da für Munition reinkommt, werde ich euch gleich zeigen. Im Großen und Ganzen für den Preis von 400 Euro kann man jetzt eigentlich nicht so viel erwarten, aber ich finde, der ist dafür ziemlich gut verarbeitet, ist auch wirklich sehr massiv, sehr schwer, Griff ist hier geriffelt. Ich finde, der sieht auch wirklich sehr, sehr schick aus, vor allem hier mit dem langen Lauf. Gefällt mir sehr gut. Damit fühle ich mich wie so ein Polizeisheriff aus dem Wilden Westen. Ansonsten, ja, durch das Gewicht, der liegt einfach so geil in der Hand. Wenn man jetzt damit schießen möchte, dann muss man den Hahn auf jeden Fall nach hinten spannen. Ist ein Single-Action-Revolver. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier den Abzug betätige, da passiert absolut gar nichts. Hier können wir dieses Fenster öffnen, um dann die Munition in die Trommel einzuführen. Um das tun zu können, müssen wir den Hahn hier zur Hälfte nach hinten spannen, denn erst dann wird die Trommel locker. Dann können wir hier halt die Munition reinmachen. Wenn wir verschossen haben und die Munition rausholen möchten, können wir hier diese Feder nach hinten bewegen. Und wie ihr hier sehen könnt, da wird halt der Stifter durchgeschoben und somit rutscht die Hülse dann raus. Also zum Schießen, Hahn komplett nach hinten ziehen und dann bang! Revolver ist natürlich nicht geladen, deswegen kann hier an dieser Stelle nichts passieren. Das hier ist die Munition, die man dafür verwenden kann. Also hier habe ich einmal Rundkopfgeschosse und rechts haben wir Flachkopfgeschosse. Ich habe hier auch nochmal eine Kaliber 22 Patrone aufgestellt, so als Vergleich. Also links Kaliber 22, Rundkopfgeschoss und das Spitzkopfgeschoss. Ja, die sind fast genauso groß, aber ob die jetzt in den Revolver reinpasst, das weiß ich nicht, aber das können wir mal ausprobieren. Ich versuche es einfach mal da reinzuschieben und passt nicht ganz rein, also das Hülsenende am Hülsenboden ist zu dick. Wenn wir jetzt so ein Rundkopfgeschoss reinstecken, dann passt das hier auf jeden Fall zu 100% rein. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie groß der ist, wenn ich den jetzt so neben mich halte. Ansonsten Geschossenergie beträgt maximal 50 Joule. Soweit ich im Internet lesen konnte, werden wir ein anderes Mal nachmessen, wie viel Power das Ding hat. Ansonsten, falls ihr euch jetzt fragt, ja, für was ist so ein Flobert Revolver eigentlich, was macht man mit dem? Punkt Nummer 1. So, für Sammelzwecke geeignet, würde ich sagen, wenn man jetzt Waffen sammelt. Punkt Nummer 2, wenn man sich so mit dem Thema Waffen vertraut machen möchte, wenn man jetzt nicht gleich scharf schießen möchte, weil man zu viel Respekt hat oder was auch immer, dann finde ich, ist so ein Flobert Revolver sehr gut dafür geeignet. 6mm Flobert Patronen, die sind jetzt nicht so laut und man kann sich halt so an das ganze Handling gewöhnen, an die Waffe gewöhnen, wie das Ganze funktioniert, kann man einfach mal reinschnuppern. Dafür finde ich, ist das wirklich auch sehr gut geeignet, denn im Prinzip funktioniert der genauso wie ein scharfer Revolver und man kann einfach so zum Spaß damit schießen, Zielschießen machen, denn mir wurde gesagt, das Ding ist wirklich sehr präzise, aber ob das stimmt,
werden wir nachher gleich testen. Dann noch Punkt Nummer 3, der Flowbed Revolver, der soll auch zur Schädlingsbekämpfung nützlich sein. Also wenn man jetzt einen Bauernhof hat und irgendwie eine Rattenplage, dann kann man sich dagegen halt damit wehren. Zur Selbstverteidigung würde ich sagen, ist der nicht so sehr geeignet, weil die Geschosse halt doch wirklich sehr klein sind. Und auch so allgemein, wie viele Situationen hattet ihr im Leben, wo ihr euch einen Revolver gewünscht habt, um euch zu verteidigen? Also ich noch keine. Ich denke, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Gut, Freunde, das war die Vorstellung. Ich packe den wieder ein und dann gehen wir raus, schießen mal eine Runde. Ich bin gespannt, wie laut er sein wird und wie präzise. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, keine Waffenvideos mehr verpassen möchtet, abonniert jetzt kostenlos und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns draußen. Als allererstes schießen wir mit den Rundkopfgeschossen. Also ich mache mal 6 Stück in die Trommel rein. Und wir schießen erstmal ganz entspannt auf die Zielscheiben hier. Heimi ist übrigens auch mit dabei und sie hat heute die Ehre, den ersten Schuss zu machen. Sie zieht hier noch schnell den Gehörschutz an. Ich werde mir mal keinen reinmachen, nehme ein bisschen Abstand und dann gucke ich mal, wie laut das ist. Das wird definitiv nicht so laut, als wenn ich jetzt selbst ohne Gehörschutz schieße. Deswegen, ich taste mich langsam heran. Okay, Heimi, du kannst den Hahn nach hinten ziehen. Spannen. Jawohl, und jetzt kannst du ballern. Okay, komm, gib mir noch einen Schuss. Oh, Volltreffer, nicht übel. Komm nochmal. Jawohl. Zwei Schuss haben wir noch, also von der Lautstärke her war das echt sehr human. Ich versuche es jetzt mal selbst, ohne Gehörschutz. Habe ich das Ding getroffen? Ich glaube nicht. Es hat sich aber bewegt. Krass, tatsächlich verfehlt. Also ich muss erstmal herausfinden, wie man hier richtig anhalten muss. Ansonsten von der Lautstärke her, das ist wirklich sehr, sehr human. Das ist natürlich auch ein sehr großer Vorteil von dem Flowbed Revolver, denn dieser historische Kaliber 22 Revolver, der war auf jeden Fall lauter. Alles klar, wir entladen, dazu zur Hälfte spannen, Fenster öffnen und jetzt machen wir hier den Schieber. Schieber, hallo? Alter! Alter! Boah, die Hülsen, die sind ganz schön fest da drin, ne? Oh! Das ist ja fast ein Fingerbein gebrochen. Ohne Spaß. Das hätte ich nicht erwartet. Also wenn ich diesen Schieber hier nicht hätte, dann könnte ich die Hülsen überhaupt nicht rausdrücken. Ich meine, schaut euch mal an, wie viel Gewalt ich da aufwenden muss, damit die da rausgeht. Also, die haben sich ganz schön festgepresst. Boah! Alles klar, machen wir 6 neue rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt 100% Konzentration. Ich gebe mein Bestes. Das war ein Treffer. Treffer. Jawohl. Oh, oh, wir haben ein Problem. Wie ihr hier sehen könnt, die Trommel hängt ein bisschen. Das liegt daran, dass die Kugel hier etwas rausgeguckt hat. Ich denke, okay, wir konnten das Problem beseitigen. Tja, da würde ich sagen, alle 5 von rechts nach links abgeballert. Der Revolver, der ist wirklich präzise. Ich denke, da kann man sich nicht beschweren. Ich bin jetzt hier noch mal ein paar Schritte nach hinten gegangen und wir versuchen mal diese beiden Dosen da oben aus einer etwas größeren Entfernung abzuschießen und das Ganze versuche ich jetzt noch einhändig. Revolver ist gespannt, ich konzentriere mich kurz, ziele einhändig hier doch schon ziemlich schwer, weil der Revolver halt so schwer ist und wenn man den dann halt so hält, kann man schon ins Zittern geraten, nichtsdestotrotz. Habe ich verfehlt? Ja, nichtsdestotrotz habe ich verfehlt. Okay, drücken wir die Hülsen wieder raus. Oh. Alter, da muss man schon echt Gewalt aufbringen hier, ey. Nicht übel. Boah. Junge. Schaut euch das an. Das schaffe ich nicht mal mit dem Zeigefinger hier. Da musst du schon den Daumen nehmen. Falls sich jemand damit auskennt, ist das normal, dass das so schwer rausgeht? Ja. Oh mein Gott.
Der ging jetzt leicht raus. Der auch. Und der wieder nicht. Yo! Okay, ich versuch's der Dose jetzt zu geben. Entfernung 8 Meter. Also gut war meine Leistung jetzt nicht. Wisst ihr, was wir als nächstes ausprobieren? Ich habe es gerade eben schon mal ausprobiert, ob das funktioniert. Und ja, tatsächlich, man kann einfach den Abzug gedrückt halten, nur den Hahn bewegen und dann richtig schnell hintereinander schießen, wie im Wilden Westen. Also Freunde, jetzt 6 Schuss im schnellen Modus auf die Dose gefeuert. Let's go! Es geht auf jeden Fall noch schneller. Also den ersten Schuss muss ich noch so abgeben. Volltreffer. Mein Ziel ist runtergefallen. Und jetzt mal gucken, wie viele Kugeln ich dem Blech verpassen kann, bevor es umfällt. Let's go. Zwar nur ein Treffer, oder? Also, das Blech konnte mir ohne Probleme durchballern. Die Dose vorhin natürlich auch. Aber die Schweinchen, die sind noch nicht mal umgefallen. Also, boah, das ist nicht gerade stark. Ich versuche nochmal auf ein Schweinchen jetzt mit einem Spitzkopfgeschoss zu schießen. Es wackelt nur. Hat aber gut gewackelt, ne? Ja. Man kann damit tatsächlich die Ziele hier nicht umballern. Gut, Freunde, machen wir den ersten Schadentest. Wir haben ja schon mal hier mit dem Kaliber 22 Revolver draufgeschossen. Der hat noch nicht mal die Hälfte der Klopapierrolle durchgeballert. Mal gucken, wie es jetzt hier aussehen wird mit dem Flohbett-Revolver. Das wird ein schöner Schuss aus nächster Nähe. 3, 2, 1. Oh wow, schaut euch das an, Freunde. Das ist das Eintrittsloch. Klopapier wurde auch leicht zerfetzt und wir haben sehr viel Schmauch. Auf der anderen Seite, die Kugel ist ausgetreten. Aber wie? War ein Spitzkopfgeschoss. Ich versuche das Ganze jetzt nochmal mit einem Rundkopfgeschoss und dann können wir das mal vergleichen. Und hier auch wieder ein Schuss aus nächster Nähe. Let's go! Wir haben hier wieder ein wunderschönes Einschussloch und das Austrittsloch müsste das da unten sein. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kugel da noch drin ist. Nee, ich glaube nicht. Aber ihr habt es in der Slow-Motion-Aufnahme ja nochmal ganz genau gesehen. Ich finde, man hat schon den Unterschied gesehen, dass die Spitzkopfgeschosse durchschlagskräftiger sind und vor allem auch mehr Schaden anrichten. Ansonsten ist der Flohbett-Revolver insgesamt durchschlagskräftiger als dieser kleine historische Kaliber 22-Revolver. Nicht übel. Wir machen jetzt hier nochmal den Sprühsahnentest, denn der Kaliber 22 Revolver hat es nicht geschafft, die durchzuballern aus einer größeren Entfernung. Mit größerer Entfernung meine ich so 10 Meter. Mal gucken, wie viele Schuss ich brauchen werde. Ich versuche mich mal zu konzentrieren. Ja, Mann, der ist wirklich sehr zielgenau, aber dadurch, dass er halt so schwer ist, ist es schwer, den ruhig zu halten. Nichtsdestotrotz, Übung macht den Meister. Unser nächstes Ziel ist dieses Holzstück und das versucht jetzt mal Aimi zu treffen. Ich bin mal gespannt, ob Aimi das schaffen wird. Aimi ist in Sachen Schießen blutiger Anfänger. Jawohl, beim ersten Schuss, ey, du bist Naturtalent. Jetzt 12 Meter Distanz. Ich glaube, das wird schon schwierig. Oh, es wird doch nicht schwierig. Geil. Schaut euch das an. Hier am Rand habe ich das Holzstück erwischt und wir haben auch ein ziemlich großes Stück rausgeballert. Da könnt ihr auch sehen, wie tief das so eingedrungen ist. Auf jeden Fall nicht übel. Und das war ein Rundkopfgeschoss. Ich würde mal sagen, wir machen nochmal einen Schuss aus nächster Nähe mit einem Spitzkopfgeschoss. Auf die Plätze. Fertig. Da haben wir das Einschussloch. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich stecke da mal so einen kleinen... Verdammt, ey, ich wollte da gerade so ein kleines Holzstück reinstecken. Jetzt ist es abgebrochen. Also ich schätze mal, so tief ist es eingedrungen, wie dieses Holzstück hier ist.
Der Revolver ist entladen. Jetzt gibt es nochmal ein kurzes Abschlussfazit von mir. Ich würde sagen, der Kauf hat sich für mich gelohnt. Ist ein wirklich sehr schöner Revolver. Macht sehr viel Spaß damit zu schießen. Er ist leise, das bedeutet, man stört nicht die Leute damit. Er ist zielgenau. Also im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden damit. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und ansonsten wollt ihr noch einen zweiten Teil mit dem Flobert 6mm Revolver sehen? Falls ja, lasst mich das auch unten in den Kommentaren wissen. Dann werden wir mehr Schadentests machen. Und schreibt mir auch in die Kommentare, auf was ich schießen soll. Falls eure Idee gut oder interessant ist, werde ich das auf jeden Fall mit reinnehmen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gut unterhalten. Hier könnt ihr euch zwei Wehr-Davies anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Puh.